Wir danken allen Spendern der Flexivent Papierwelt. Ein Taschengeld für sein Hobby zu bekommen, ist ein sehr großer Schatz. Aber auch eure Kommentare und Likes sind ein Zeichen eurer Wertschätzung. Vielen Dank dafür! Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute will ich euch auf eine große Veränderung hinweisen, die Flexivent in den letzten Monaten durchlebt hat. Was genau das für euch zu bedeuten hat, werdet ihr in diesem Video erfahren. Bei Flexivent wird gerade alles anders. Und das im positiven Sinne. Es sind im Einzelnen vier große Punkte, die geändert werden. Erstens, die Website wird mit vielen neuen Fahrzeugen bestückt. Zweitens, künftige Modelle werden qualitativ hochwertiger. Drittens, es kommen mehr Videos auf YouTube. Und viertens, zum vierten Punkt komme ich gleich. Zunächst einmal die Frage, wie soll das alles funktionieren? Jedes Fahrzeug hat bisher Monate gebraucht. Wie soll es jetzt schneller gehen und gleichzeitig hochwertiger? Diese Frage ist ganz einfach zu beantworten. Flexivent wird zu einer richtigen Gruppe. Ich selbst bin als Gründer der Chef einer neuen Gruppe, in der jeder eine Aufgabe bekommt. Meine Chefrolle lebe ich hierbei als eine Art Trainer aus, der sein Wissen weitergibt und das Geschehen koordiniert. Mittlerweile sind wir zu einer Freundesgruppe geworden, in der wir uns gegenseitig motivieren und Spaß haben. Natürlich muss auch jeder in der Gruppe bestimmte Regeln einhalten, aber das ist natürlich eine andere Sache. Ich stehe nun nicht mehr alleine da, sondern werde tatkräftig unterstützt. Auf jedem Produkt steht nun eine Nummer, an der man ablesen kann, welcher Hersteller genau dahinter steckt. Bevor wir nun zu den einzelnen Aufgaben kommen, die nun von verschiedenen Mitgliedern übernommen werden, komme ich auf den eben angesprochenen vierten Punkt zu sprechen. Flexivent hat in Zukunft viele Vorteile gegenüber der Vergangenheit. Doch dadurch kostet Flexivent nun leider 2,99 € im Monat. Spaß! Na, wen habe ich geschockt? Sorry, den konnte ich mir einfach nicht verkneifen. Ich lache im Inneren immer noch. Also nun zu den Aufgaben. Das war natürlich jetzt nur Quatsch. Die Tätigkeitsfelder sind im Großen und Ganzen in 5 Gruppen einzuteilen. Erstens Fahrzeugdesign, zweitens Zubehördesign, drittens Bildbearbeitung, viertens Website-Aktualisierung, fünftens YouTube-Videos und sechstens Instagram-Präsenz. Die Kollegen vom Fahrzeugdesign werden sich mit anderen Programmen als ich bisher an neue Fahrzeuge begeben. Diese sollen viel detailreicher werden als jemals zuvor. Ähnlich soll es bei den Häusern und Straßenfahrzeugen aussehen. Die Zubehördesigner erstellen von nun an alle Objekte, die zwar mit Eisenbahn nichts zu tun haben, aber irgendwie mit dazugehören. Wer baut eine Papierwelt ohne Häuser und Umgebung? Unser Bildbearbeiter wird sich darum kümmern, die neuen Fahrzeuge in Szene zu setzen, damit Qualität auf Instagram und YouTube angehoben werden kann. Alle aktuellen Designer haben nun die Zugangsdaten zur Website, sodass sie ihre neuen Erzeugnisse direkt selbst hochladen können. Dies vereinfacht den Vorgang der Veröffentlichung immens. Dadurch können in Zukunft wöchentlich neue Fahrzeuge kommen, statt gefühlt jährlich. Die Mitwirkenden an diesem YouTube-Kanal kümmern sich darum, für jedes neue Tinker in Talk-Video Informationen zu finden, die euch präsentiert werden können. Hier spielt natürlich auch der Bildbearbeiter eine wichtige Rolle. Die Verantwortlichen für die Instagram-Präsenz kümmern sich um eure Kommentare und Direktnachrichten. So könnt ihr euch auf schnellere und verlässlichere Antworten freuen. Hier kommt nun eine kurze Vorstellung der aktuell aktiven Mitglieder. Weil ich ein Esel bin, nenne ich mich jetzt erstmal zuerst, könnte aber auch daran liegen, dass es chronologisch am sinnvollsten ist. Einige haben meinen Namen sicher schon irgendwo gelesen. Ich bin David, 24 Jahre alt und komme aus Waltrop nahe Dortmund. Bei meinem Tochterkanal Eure Bahnclips nenne ich mich xDavis96. Ich habe hier zwischen 2007 und Februar 2020 alles nach bestem Wissen und Gewissen alleine gemacht, weshalb aber auch alles sehr schleppend voranging. Das wiederum hat nun ein Ende und ich freue mich, dass ich nun tatkräftig unterstützt werde.
Bei den Herstellercodes habe ich die Nummer 1. Meine alten Fahrzeuge werden zunehmend von den anderen Designern überholt. Von mir selbst gibt es in diesem Jahr wenige neue Fahrzeuge. Ich stecke meine leider sehr begrenzte Zeit in die Videos, die ihr hier gerade seht oder noch sehen werdet. Meine letzten Werke sind zurzeit der S-Bahn-Triebwagen 420, die Mehrzwecklok 143 sowie der 628-2. Zu erwarten ist noch die Überarbeitung der 112, der Einheitsloks und der 120. Neben diesen Projekten bin ich auch der persönliche Ansprechpartner für künftige Mitglieder. Ich stecke also auch hinter dem Account Flexivent Papierwelt auf Instagram. Als sogenannter Trainer setze ich auch neue Regeln durch und sorge, so gut es geht, für das Wohl der Mitarbeiter. Andi. Meinen Bruder holte ich schon relativ am Anfang mit ins Boot. Damals wurden die Züge noch gemeinsam angemalt und zusammengebastelt. Andi und ein Nachbar waren damals meine einzigen Mitarbeiter. Damals designte er eine 152 und die Trax 1 Familie, die mittlerweile als Modell überholt sind, da sie noch gezeichnet waren. Im Jahre 2020 ist er unser Experte für Animation. Auf seinen Produkten steht die Nummer 2. Es gab zwischenzeitlich immer wieder ein paar Freunde, die an gemeinsamen Basteltagen teilnahmen, doch seit wir nichts mehr richtig basteln und die Designs auch nur über PC erschaffen werden, ist deren Mitgliedschaft praktisch eingeschlafen. Da aber auch diese Mitglieder eigene Nummern hatten, beginnt die neue Ordnung von Flexivent im Jahre 2020 mit Herstellernummern in der 20er-Reihe. Jonas. Seit Januar 2020 steht Jonas mit der Herstellernummer 21 auf der Liste der Mitwirkenden. Er kümmerte sich besonders um deutsche Reichsbahnfahrzeuge und den ICE 1. Wie das bloß kommt. Auf YouTube heißt er Baureihe 401-Fan. Florian. Zum gleichen Zeitpunkt kam Florian ins Geschäft mit Flexivent. Er trägt die Nummer 22 und war bisher für viele beliebte Repaints verantwortlich. Alex. Im April 2020 folgte auch Alex mit der Nummer 24. Er brachte alsbald eine große Menge an verschiedenen Personenwagen heraus, die die Waggonsparte komplett revolutionierte. Unrealistische und abstrakte N-Wagen oder auch die Flexivent Standard IC-Wagen konnten nun ersetzt werden. Armin. Zunächst an österreichischen Fahrzeugen und an Straßenbahnen versuchte sich Armin seit Mai 2020. Er trägt die Nummer 25. Gregor. Ebenfalls im Mai kam Gregor hinzu. Der Nummer 27 können einige Wagen und Triebwagen zugeordnet werden, wie zum Beispiel der Talent 2. Für viele Kleinigkeiten, wie genauere Drehgestelle, die überall zum Einsatz kommen, ist Gregor verantwortlich. Paul. Im Juni 2020 trat Paul der Gruppe bei. Mit der Nummer 28 kümmert sich Paul zum Großteil um Straßenfahrzeuge wie Busse. Aber auch auf der Schiene hat Paul mittlerweile Spuren hinterlassen. Jan. Unter der Nummer 29 laufen seit Juni 2020 handgezeichnete Produkte von unserem aktuell jüngsten Mitglied. Jan kümmerte sich speziell um Straßenbahnen der Marke Tatra. Seine Produkte sind auf der Seite Handgezeichnetes zu finden. Mein Team und ich, ja, das klingt irgendwie nach 1 und 1, naja, egal, jedenfalls wir, werden Flexivent von nun an gemeinsam voranbringen. Ich freue mich bereits auf die Zukunft von Flexivent. Und nun ab in die Kommentare mit eurer Meinung und mit Fahrzeugwünschen. Ab jetzt geht's bestimmt schneller. Etwas dauern kann es nach wie vor, besonders bei Fahrzeugen, die Logos aufweisen, deren Nutzung wir noch nicht genehmigt bekommen haben. Aber dennoch, bleibt dran! Bitte abonniert meinen Kanal, damit ihr gerade ab jetzt nichts mehr verpasst. Es würde mir sehr helfen, wenn ihr meine Videos über Insta oder WhatsApp teilt, damit mehr kreative Bastler erreicht und aufgeweckt werden können. Vielleicht bastelt ihr ja schon bald gemeinsam an einer kleinen Papierwelt. Danke, dass ihr meine Videos schaut und kommentiert. Seid gesegnet und bis zum nächsten Mal. Nächste Station, Minute 9:59. Um keine idiotischen 10 Minuten 1 Videos zu produzieren, bitte hier aussteigen. Sie haben Anschluss zum Like und Abonnement auf der Schaltfläche direkt in der Endcard. Diese Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste, die Anschlussvideos zu schauen. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Ihre Flexivent-Gruppe. Bitte achten Sie beim Verlassen des Videos darauf, Ihre persönliche Bewertung dazulassen. Vielen Dank. Klicken in Fahrtrichtung rechts.